Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ruinen von, was weiß ich, wie die nochmal hießen, Mabi, Leo, Mag, Big Leo, keine Ahnung, verlassen. Haben dabei ein mysteriöses Mädchen getroffen, das irgendwo da hinten steht. Und wir sind zu dritt jetzt in Sorreys Heimat angekommen, Heimatstadt, Heimatdorf, wo wahrscheinlich hier alle Leute Seraphen sind, weil das Mädchen kann sie hier irgendwie nicht sehen. Und ja, wir sollen unserem Opa Bescheid sagen, was passiert ist. Und das machen wir an uns direkt. Aber jetzt gucken wir uns noch hier ein bisschen um. Über das restliche Gebiet, was wir noch nicht erkundet haben. Sehr schön. Und die Himmelsstadt. Also sie scheint irgendwie hier von unten zu kommen. Also unterhalb diesen Wolken, nehme ich mal an, aus irgendeiner Welt. Ich dachte, sie kommen einfach nur von der anderen Seite von dieser Ruine oder so. Aber anscheinend nicht. Werden wir alles erfahren, nehme ich an. Oh. Ah, Elisa Lerchanest. Oder Elysa Lärchenküken. Wie auch immer man das ausspricht. Ja, stimmt. Deswegen schmeißen auch Mütter ihre Vögel aus dem Nest, damit sie dann beim Fall fliegen. Es war sehr extrem, aber scheint ja zu funktionieren. Also gut, weiter. Opas Haus. Ja. Klingt schon mal nicht gut. なぜ俺も人間だよ。お前は、わしらと共に暮らしてきたことで、わしらの存在を捉え、言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからんお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。それでも スレイにとって、 初めて出会った人間だったんです。だが、同じものを見聞きできねば、共に生きる仲間とはいえ、わしはこの地を守りながら赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それは、お前たちが他の港同様に、 この森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい。では、行くのじゃ。せめて、あの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。 Die scheint mir sowieso nicht einen Eindruck gemacht zu haben, hier zu bleiben. Wahrscheinlich allzu streng zu sein, der Opa. Gehen wir nochmal rein.
Wir werden wohl nicht nur Spinnenweben damit kaputt schneiden können, nehme ich an. Oh, essen. Putsch. Ich habe noch ein paar Sachen mit Opa zu besprechen. Du solltest sie suchen und aufpassen, dass sie nicht in Schwierigkeiten gerät. Lass mich raten, irgendwas passiert jetzt, was sie, weiß ich nicht, verwirrt oder was für Aufruhr sorgt. Weil wenn sie doch nicht sehen kann, bringt das doch sowieso nichts. Ich meine, was kann schon Schlimmes passieren? So, jetzt habe ich es gesagt, was wird jetzt passieren? Ach ja, sie ist jetzt im, oh, im Haus von Zoe. Da ist noch was, glaube ich. Nein. Wer so glitzert in solchen Blumen, ist ein bisschen schwer zu erkennen, habe ich das Gefühl. Na gut. In deinem Zimmer auf das Mädchen warten? Nein. Dann ist sie noch irgendwo hier. Ach, da ist sie ja. Tut mir leid, aber würde es hier etwas ausmachen, wenn ich noch ein bisschen länger bleibe? An einem solchen Ort habe ich schon immer geträumt. Eine überwältigende Landschaft, wie aus einem Märchen. Ja, was das angeht. Verdammt. Ja, okay, warten wir. Sag uns gefälligst mal deinen Namen. Ich möchte dich nicht einfach nur Mädchen nennen. Ach so. だよな。天族と交信し、彼の力を射の力を発言するもの。どうしか。どうしになったつもりかい。どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えない。黙るのだ、天族よ。お言葉あり。ね。 Jetzt hat er ihn wieder abgelegt. Mann, er sah cool aus. Ja, stimmt, er ist Linkshänder. Deswegen hat er da gehabt, oder? Du bist der einzige Mensch hier, sorry. Sie kann uns nicht sehen. Vermutlich hält sie dich darum für ganz schön sonderbar. Oder bescheuert. Ich schlage vor, dich nach Möglichkeit nicht verdächtig zu verhalten oder sie nervös zu machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Dass sie jetzt schon ganz schön durcheinander ist. Und dass es für dich sehr schwer ist, sich nicht sonderbar zu verhalten. Ich stehe immer noch da. Mädel. Das so in die Cutscenes übergeht, richtig gut. Macht das Mädchen ja nervös. Hat. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Deswegen stehst du ja draußen, ne? Vielleicht nochmal mit ihr sprechen sollen, bevor ich reingegangen wäre. Verdammt.君がいる都ってどんなとこ。私が暮らしているのはハイランド王国の都レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の知っているのか。天威剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同士になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で酒と祭りが好きな 陽気な人々で溢れていた。溢れていた。昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだ。下界。
山を降りた先のこと。これここから出たことないんだ。一人でずっとここに。それこそ大変な境遇だったんだね。そうだ。明日からの帰り支度手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな。あと少々の道具類とレブクロがあれば。わかった。じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう。 Sehr schön. Also ich wäre auf jeden Fall schon verdächtig, wenn ich hier ganz alleine leben würde, mit ganz vielen Häusern, wo niemand ist. Warum schreit ihr so? Achso, da hat jemand anders gut. Du hättest ihn nicht sagen können, dass sie hinter dir steht. Sie weiß es, oder? 入り口の門から左手だよ。そこに売り棒がいる。いい狩り場なんだ。了解した。 Da können wir ja mal sehen, was sie drauf hat. Was hast du denn noch zu sagen? Das Jagdgebiet ist gleich dort vorne. Damit liegen sie links vom Tor, oder? Ich glaube, das ist derselbe Wald, in dem wir die Ruinen verlassen haben. Okay. Dann gehen wir mal. Wo ich könnte noch mal zu Dingens gehen. Warte mal. Bereich verlassen. Ich kann mal bei Opas Haus vorbei. Vielleicht denkt er sich ja irgendwie so, hollala. Was weiß ich. Wir reden ja von Anime, sind die meisten älteren Leute ein bisschen pervers. Aber das ist nur meine Meinung. Und er würdigt uns kein Wort. Was die Gefährten einen begleiten, da finde ich richtig gut gemacht. Heißt das, ich kann aber dann nur mit Zore rumlaufen? Oh, sie ist sogar jetzt bei uns. Und sie ist unter uns anstatt rechts von uns. Wie wäre es überhaupt mal, wenn wir sie nach ihrem Namen fragen? Hallo? Das wäre mal irgendwie, weiß ich nicht, angebracht. Oh, naja. Dann heißt dann wohl wieder ein paar Kämpfe. Gab es bis jetzt nur selten. Nur im zweiten Part gab es bis jetzt Kämpfe. Aber naja. Wer es hier wirklich Open World mäßig alles überfließt. Sehr schön. So. Hier, ja. Ah, die Fischer kennen wir doch. あれが売り物。あいつの肉は燻製にしたら保存も効くし、なかなかいけるんだ。皮も素材としていろいろ使えるしね。少々気の毒だが。やめとく。いや、現実は心得て。それに都では得られない経験だ。 Ein, ha? Und plötzlich zwei. Oh, die Musik ist laut. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Stimmt, sollte man das hier machen. Sehr gut. Sie bekommen aber ein bisschen viel Schaden, habe ich das Gefühl. Meiner. Stachelschweinehaut und Ausrüstungsfähigkeit von Zori erhöht. Okay. Okay, sehr gut.
Ein Kampf wäre jetzt ein bisschen langweilig schwer gewesen. So, Ausrüstungsfähigkeit. Und sie hat genauso viele Erfahrungspunkte wie wir. Was hast du denn als Blitzschlag, Stürzner, Strudelboom mit Drachenhose? Als sie mit der Lanze kämpft, finde ich richtig interessant. Davon sollte es ruhig ein paar mehr geben. Lanzenkämpfer. Die einzigen anderen Lanzenkämpfer, die ich noch kenne, ist Jade aus Tales of the Abyss. Und was er mit seiner Lanze gemacht hat, kann ich jetzt nicht wirklich kämpfen nennen. Ach, okay. Wenn er zum Beispiel auflevelt, dann ist das für die Ausrüstung an sich. Also muss nicht unbedingt irgendjemand anderes da tragen. Fokus. Sie hat mehr KP. Mehr Verteidigung. Mehr Magie. Ja, okay. Machen wir noch ein paar platt. Zum Beispiel dich. Bams. Aua. Macht so einen Spaß. Weil wir schon, wenn wir eine volle Truppe haben und wir, weiß ich nicht, so durch die Gegend laufen können. Okay. Ich will, wir müssen mal genau platt machen. Wurde gar nicht gesagt, oder? Egal. Wir machen einfach alles fertig, was uns hier vor die Klinge kommt, wortwörtlich. Genau gesagt, die Klinge. Jetzt kommt er mit der Rechten an. Er ist Rechtshänder. Der Handschuh war für die linke Hand, deswegen. Stimmt, ich kriege auch weniger Erfahrungspunkte, weil ich auch schwer spiele. Ich gar nicht dran gedacht. Hat eine neue Art erlernt. Okay. Levelaufstieg. Hat die Kenntnis zum Titel vertieft. Okay, ich nehme an, jetzt haben die so einen Stern beim Titel. Haben wir ihn da immer noch neu? So, können 2, okay. Frag ich nur, wie oft. Nächstes Art Tigerklinge. Ah, okay. Tiger Blade. Dämonenzahn. Sie kann Dämonenzahn lernen. Stimmt, ich soll bei ihr die Dinge jetzt mal gucken. Sie hätte schon können 2. Vielleicht mal anders machen sollen. Ah, lass mal auf Angriff. Sie scheint ein bisschen angriffsmäßig ausgelegt zu sein, also nicht so der typische weibliche Hauptcharakter, welcher mehr so aufs Heilen ausgelegt ist, finde ich gut. Jetzt hat wir mal so eine Kampf Hauptcharakteren mehr ausgelegt. Sehr schön. Ich war irgendwie, ich kann nicht Dings wechseln, ne? Das ist zum ersten Mal, als ich das Menü aufrufe. Figur wechseln. Sehr schön. Okay. Dann wieder zurück. Ich habe gerade angefangen, sie zu steuern. Upsala. Ach komm. Wuff. Verdammt. Sie hat nicht schon irgendwelche Arts, oder? Doch, oder? Nee.
Ja, schon aufgeladen, ja. Sehr schön. Neue Kampfaktion erlernt. Jetzt wissen wir ihren Namen. Alicia, okay. Was zum Teufel? Jetzt wissen wir ihren Namen. Was soll das denn? Alicia führt einen Speer, der größer ist als sie selbst. Durch eine Kombination aus zielgerichteten Stechen und weitreichenden Schwingangriffen kann sie in vielen Situationen gute Ergebnisse erzielen. Nach Abschluss einiger Angriffe ist sie durch Gegenschläge leicht zu verwunden. Aber wenn sie durch schnelle Schritte oder Angriffe mit Bewegung entfernt, kann sie auf dem Schlachtfeld für eine vorteilhafte Position einnehmen. Ja, wir haben uns jetzt indirekt den Namen von ihr gespoilert. Immer noch Fragezeichen, okay. Das war wieder sehr schön. Ich musste sie auch unbedingt steuern, ne? So, habe ich jetzt neue Arzt oder so gelernt. Ist noch alles ein bisschen unübersichtlich, muss ich ganz zugeben. Aber das war Graces of auch. Den ganzen A-Arzt und B-Arzt. Oder, ne, wie hießen die nochmal? Ich weiß es nicht. Wir haben jedenfalls noch hier was. Berstlandung wäre 2 Sekunden oder länger ab, damit der Gegner deinen nächsten Angriff nicht abwehren kann. Yep. Immer schön aufladen. Dann kann ich neue Sachen lernen. Sehr gut, ne? Also, Mädchen. Okay. Sie hat auch wieder hier sowas. Snack-Zubereitung, Heilmittel-Zubereitung. Bei höheren Leveln ist die Zubereitungsgeschwindigkeit höher. Okay. Okay. Diesmal ist nicht so ein komischer Effekt gekommen, als wir Dorf betreten haben. Erstmal sah irgendwie so aus, als hätten wir irgendwie so eine Barriere durchbrochen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier mal direkt hier wieder rein, ne? Ich hoffe jetzt mal nicht so eine irrsinnig lange Cutscene. お気に入りなのだな。その本が子供の頃から何度も読み返して、いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。天異見聞録を読んだ者、皆がそう言う。各有私もその一人だが、今世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。 十数年前から世界各地は人事の及ばないような最悪に見舞われている。最悪？謎の疫病に山ない嵐、人体自然発火、死人が歩き回ったなどとめちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか信じられない。それとも面白そう？あ、いや、 事態は深刻だ。最悪によって引き起こされた大陸全土の異常気象、それが原因で近い将来作物の実りがなくなり飢饉がやってくるだろう。最大の問題は旧した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？ 見当もつかない。伝承にすぐ。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ、俺ももう寝る。おやすみ。
Scheint ja wie Hölle auf Erden zu klingen da unten. Ja, gib mir für den nächsten Part Zeit. Alles klar. Bams. Dann würde ich sagen, der Part ist hier wieder zu Ende. Wir hatten ja mal wieder ein paar Kämpfe. Also im nächsten Part gibt es dann wahrscheinlich wieder keine Kämpfe. Aber egal, ist ja noch das Prolog, mehr oder weniger. Lernen ja erstmal hier, was überhaupt los ist und so. Bis jetzt gefällt es mir ja noch. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.